Hallihallöchen, hier wieder zurück bei Far Cry 2 und lecker Kartoffeln. Hallo, wie heißt du gleich nochmal? Warte mal, damit ich dich auch richtig anspreche. Flora heißt sie. Hallo Flora, zum Ort des Überfalls gehen und Michelle Dax helfen, sämtliche auszuschalten. Haben wir das nicht schon gemacht? Oder war ich wieder zu blöd, um die Mission zu schaffen? Ach nee, ich habe dabei zwischengespeichert, weil ja die Zeit aus war. So war das, genau. Und dementsprechend liegt hier vielleicht irgendwas rum, wie zum Beispiel eine Spezialwaffe. Nein, liegt nicht. Na gut, dann geh mal raus. Und fahren jetzt in Richtung unseres Ziels. Das war hier so die Richtung. Also nehmen wir auch das Auto. Und fahren dann da lang. Ich bin schon echt gespannt, was uns da bevorsteht. Aua. Hä, sind wir da nicht schon gewesen? Ja, scheinbar ja nicht. Sonst müssten wir jetzt nicht schon wieder da lang fahren. Auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt, was uns da erwartet. Wow, 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 wow. Ja, anscheinend eine gute Ballerei erwartet uns da. War sie, Michelle? Hä? Doch, da waren wir schon. Das ist ja hier. Natürlich war man hier schon. Ja gut, dann machen wir das jetzt mal wieder. Mission abgeschlossen. Hey Michelle, ich hab dir sehr gut geholfen, gell? Indem ich blöd rumgefahren bin. Wo bist denn jetzt? Da. Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Ich werde mich nie daran gewöhnen, beschossen zu werden. Absurd. Danke, wenn Sie los wollen, sehe ich mich hier noch um. Ich will los? Wohin denn? Ach ja, jetzt war das mit der Briefingstation. Kann ich ja mal schnell abspeichern. Schauen, ob hier noch ein Diamant rumliegt. War da, glaube ich, auch. Irgendwo so in der Richtung. Oh, nö. Jetzt. Ich schaffe es irgendwie immer, mich überall festzuglitschen. Also nicht überall, sondern irgendwo. Ich schaffe das echt immer. So. Mal hier so entlang, da so und hier und irgendwo muss doch jetzt hier bei der Diamant kommen. Wupp. Ja, nehme ich da unten bei den Steinen. Ich steig mal hier aus, damit ich dann nicht so lang habe, um wieder zu meinem Auto zu kommen. Da hinten war der Diamant und ich wusste es, wir hatten die Mission hier schon mal gemacht. Aber irgendwo sind wir dann gestorben, glaube ich jedenfalls. Und deshalb mussten wir das jetzt nochmal von hier spielen. Oder hat er etwa meinen Spielstand nicht abgespeichert? Bin gerade echt ein bisschen fraglos. Fraglos? Ihr wisst schon, was ich meine. Ein bisschen so verwirrt. Verwirrt? Naja. Ich würde mal sagen, wir fahren... Ach ja, da, auf dem Weg nach Pala. Zebra! Auf dem Weg nach Pala sind wir ja dann gestorben. Haha! Wir sind voll viele Tiere. Na gut, ich bringe euch jetzt nicht alle um. Hä, wer schießt denn jetzt auf mich? Mensch, Leute. Es waren bestimmt die Zebras. Die haben sich gerecht. Ach du! Ja, gut zu wissen. Und tschüss. Ja, toll. Ich hasse es, wenn ich schießen will und der dann plötzlich nachlädt. Ich hasse es sowas von. Okay. Fahrzeug reparieren, Spritze reinhauen und weiter geht's. So, einsteigen.
Gut. Jetzt fahren wir wieder nach Pala. In der Hoffnung, dass wir dann dort wieder eine große Mission bekommen. Und uns nicht mit kleinen Nebenmissionen aufhalten müssen. Ja, ja, ich habe euch doch gar nichts getan. Lasst mich in Ruhe. Ihr wollt doch auch eure Ruhe haben, also lasst mich. Seht ihr immer noch hinter mir her? Ich glaub's ja nicht. So, ich weiß gerade gar nicht, wow, wo lang wir müssen. Ich folge einfach mal der Straße hier. Und unser Auto raucht schon ziemlich stark. Wo seid ihr denn? Da. Ach so. Da also. Gut zu wissen. Jetzt tot. Ah. Mensch. Der lässt sich aber wieder bitten hier. Huh. Oh oh. Was, Safe House? Ich dachte gerade, da stand My House. My House. In the middle of my street. My House. In the middle of my street. Dann nehmen wir halt einfach den hier an der Auto. Was? Wir werden schon wieder verfolgt. Ich glaub's ja nicht. Ah. Leute. Muss das sein? Da. Na komm, put, 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 put. Uah. Tod. Joich. Allen. Hey, ich hab dich doch gerade voll getroffen. Ja, jetzt. Immer noch nicht tot, oder was? Hä? Boah, ganz ehrlich. Manchmal, also mit der Schrotflinte habe ich ja voll die Probleme, dass die tot gehen. Ich stehe direkt vor ihnen. Also wirklich so mit der Flinte am Körper. Schieß, also drück ab. Und was passiert? Nix. Von wem werde ich denn jetzt schon wieder beschossen? Oh Mann. Nervt schon langsam ein bisschen. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich überhaupt bin. Auf jeden Fall irgendwo, wo sie mich nicht mögen. Das steht schon mal fest. Und ich fahre hier auch nur irgendwie. Weil ich keine Zeit habe, die Schilder zu lesen, wenn sie mal da sind. Ach, da waren wir ja schon mal. Wo steht da nirgends Parler? Nee. Steht nirgends. Fahre ich einfach mal hier weiter. Nimm noch ein paar Leute mit. Oder auch nicht. Doch, hier war ich definitiv schon mal. Hier habe ich den Konvoi ausgeschaltet. Ah. Uah. Was willst du? Tod. 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 Ach super, meine Schrotflinte ist weg. Wieso seid ihr noch nicht tot? Ich glaub's ja nicht. Na, tot. Ja, es fliegt auch noch das Auto in die Luft. Tod den Autos. Huch. Ja, wo, was, warum? Da. Was willst du denn jetzt? Schon wieder. Ich leih mir mal deine Waffe aus. Du brauchst die jetzt eh nicht mehr. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich... super. Voll im Schussfeld stehe. Und ich wollte eigentlich sagen, dass ich vergessen hatte, einen Wecker zu stellen. Und den habe ich gerade noch angeschalten. Bevor mich hier wieder einer schießen wollt. Wo bist du denn?
Gut, gut, gut. Ach, da. Guck mal, was ich für dich hab. Tschüss. Noch einer, der denkt, er müsste sich aufspielen. Weiß ja nicht. Ist das ein Scharfschützen? Ja, das ist ein Scharfschützengewehr. Ich freue mich ein bisschen. Und ich will jetzt mal schnell auf die Tafel gucken. Ach nee, erstmal hole ich mir den Verbandskasten. Genau, nochmal schnell eine Spritze reinhauen, was nicht geht. Und dann nochmal mit Verbandszeug voll machen. Safe House, bla bla bla. Irgendwie habe ich hier gerade... Ups. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich schau mal auf die große Karte. Mit R kann ich sie noch größer machen. Ich muss da so runter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann fahre ich doch die Straße hier weiter. Und dann müsste ich ja dann irgendwo ankommen. Was? Was? Wie? Wer? Wo? Warum? Na! Wo kommt denn der jetzt her? Ich weiß auf jeden Fall, wo er hingeht. In den Tod. Und ich werde ihm nicht folgen, vorausgesetzt die Waffe lädt mal nach. Muss ich schon wieder eine Spritze verwenden? Das geht doch nicht. Und den Verbandskasten, den kann ich nicht benutzen. Yay! Das hat's ja voll gebracht. Wieso kamen da jetzt eigentlich wieder welche? Ich hatte die doch gerade erst ausgeschaltet. Mann. Ja gut, die Straße folge ich. Der Straße folge ich jetzt. Und mal sehen, wo wir dann hinkommen. Fahr, 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 fahr. Fahr, fahr, fahr. Nein, 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 nein. Okay, hier sind wieder ein paar Schilder. Pala müssen wir nach Rot weiter. Gut, dass es jetzt eigentlich dort steht. Zum Glück habe ich mir auch gemerkt, wo ungefähr Pala ist. Und nachdem wir ja mindestens schon zum 10. Mal hier lang gefahren sind, ist es jetzt auch keine so große Schwierigkeit mehr zu wissen, wo wir langfahren müssen. Weil zumindest ich kenne die Straße mittlerweile ganz gut. So. Nach links. Oh, nach rechts. Und in die Mitte rein. Eine linke Masche, eine rechte Masche und dann noch eine Masche drüber. Dann ist die Masche fertig gestrickt. Könnt ihr eigentlich stricken oder häkeln? Oder vielleicht sogar auch nur nähen? Das können ja eigentlich so gut wie alle, aber in der heutigen Zeit ist das nicht mehr so beliebt. Und auch nicht mehr so, dass das wirklich alle könnten. Also ich kenne nur ganz wenige, die in der heutigen Zeit... Hier herrscht Waffenstillstand, halt dich dran. Bitte? Die in der heutigen Zeit kaum noch nähen oder stricken können. Gibt's echt nur noch ganz wenige. Hallo, auf was zieht denn ihr da? Keine Ahnung. Ja. Was? Da ist auf jeden Fall irgendwo ein Verbandskasten. In der Kirche. Moment. Gehe ich mal schnell rein und hole mir wieder neue Spritzen. Der Pater sonst was ist nicht mehr da. Ist er jetzt da? Nö, auch nicht. Schade. Der kommt und geht ja eh, wie er will. Also von dem her. Boah, und hier voll viel Essen.
Die lassen es einfach stehen. In der Kriegszeit, wo man eh froh ist um alles Essen, was man bekommen kann. Naja. Hast du Paco mit der Schubkarre gesehen? Was hab ich gesehen? Was macht er? Bis er mit dem Kämpfen aufhört, wollte der Priester mich die Beichte abnehmen. Er wird nie aufhören. Eher nicht. Also greift er sich eine Schubkarre und stoppt sie voll mit der örtlichen Währung. Die Scheine flattern in alle Richtungen davon und er schiebt sie rüber zur Kirche. Das war über 1 Million in alter Währung. Er will sich seine Beichte mit einer riesigen Spende erkaufen. Aber der Priester starrt Taco nur an und fragt, was soll ich mit 5 US-Dollar anfangen? Du hättest Tacos Gesicht sehen sollen. 3 Tage lang hat er die Kohle aufgesammelt. Dann ist er einfach weg. Aha. Na gut. Sehr interessante Gespräche, die hier ablaufen. Weit genug. Fast weit genug. Genau, her mit dem Zeug. Ja, weiß ich doch. Ich wollte sie doch gerade geben.